Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium und kommen heute zu Lukas Kapitel 18 und wir lesen miteinander die Verse 15 bis 17. Lukas 18 ab Vers 15. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrührte. Als aber die Jünger es sahen, fuhren sie sie an. Jesus aber rief sie herbei und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du seist gelobt, dass du so freundlich und gnädig bist und niemanden von dir stößt, der zu dir kommt. Und Herr, wir wollen dein Reich annehmen. Wir wollen hineinkommen. Wir wollen nicht draußen bleiben müssen. Und dazu schenk uns jetzt deine Gnade, dass du uns unterweisen mögest, was es bedeutet, dein Reich anzunehmen. Sei du unser Lehrer, Herr, alles zur Ehre deines Namens. Herr, dies bitten wir um deiner großen Gnade willen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ihr Lieben, was wir hier lesen, dass den Kindern das Reich Gottes gehört, das dürfen wir nicht aus dem Kontext reißen. Das heißt, wir verstehen erst dann richtig, was Jesus hier sagt, wenn wir wirklich bedenken, was davor und was danach steht. Also worum ging es nochmal direkt zuvor? Erinnerst du dich? Um den Pharisäer und den Zöllner im Tempel. Der eine, der sich erhöht, der andere, der sich erniedrigt. Erinnerst du dich? Der Pharisäer, der vertraute auf seine eigene Gerechtigkeit. Der Zöllner erkannte, dass er selbst ungerecht ist und unwürdig ist. Der Pharisäer schaute von oben auf die anderen herab, verachtete sie. Der Zöllner traute sich nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben. Der Pharisäer, er bekannte keine Schuld. Er sah keine Sünde bei sich, er sah nur die Sünden anderer. Der Zöllner sah sich selbst als der Sünder. Er sah nichts als seine eigene Schuld. Der Pharisäer, er listete auf, was er alles geleistet hat, was er tut. Der Zöllner aber bittet Gott darum, dass er etwas tut. Nämlich, dass er ihm gnädig ist. Wörtlich, dass er für ihn sühnt. Also, dass Gott mit einem blutigen Opfer bezahlt für seine Schuld. Kurzum, der Pharisäer hat sich selbst erhöht vor Gott und den Menschen, dass er etwas sei und etwas verdient. Der Zöllner hat sich selbst erniedrigt, dass er nichts ist und nichts verdient. Er kommt als Bettler, hat nichts zu bringen und bittet einfach um die Gnade der Vergebung und der Sühnung für seine Schuld. Was lehrte uns Christus dann? Dass der Zöllner gerechtfertigt nach Hause ging. Das heißt, er steht in rechter Beziehung mit Gott. Ihm gehört das Reich Gottes. Er wird von Gott freigesprochen von aller Schuld und wird als Gerechter aufgenommen in das Reich der Himmel. Nicht so der Pharisäer, der groß von sich selbst dachte und sich lobte, der stolz war auf seine Leistung. Er glaubte, dass all seine eigenen Verdienste, all das, was er geleistet hat, ihm das Reich Gottes doch redlich verdient hat. Und darum keine Bitte um Vergebung. Er geht nicht als Gerechtfertigter nach Hause. Im Gegenteil, der Zorn Gottes ruht auf ihm.
Er wird nicht freigesprochen von seiner Schuld. Er wird verurteilt. Er wird verdammt werden in die ewige Hölle. Er wird ausgeschlossen werden für immer aus dem Reich Gottes. Der Pharisäer vertraute auf sich selbst. Der Zöllner vertraute nicht auf sich selbst, sondern auf den sich erbarmenden Gott. Diese Lektion ist so entscheidend. Es gibt keine Rechtfertigung bei Gott, keinen Freispruch von der Sünde, wenn du nicht kommst zu ihm, um dich zu erniedrigen. Wenn du nicht kommst in der Einstellung, dass du verstehst, du hast rein gar nichts zu bringen zu ihm, außer die Schuld, die du hast. Und dass du vollkommen angewiesen bist auf seine unverdiente Gnade, auf seine Sühnung, und zwar durch seinen Sohn, Jesus Christus, der blutig am Kreuz bezahlt hat für die Sünde. Hast du dich so erniedrigt? Vor Gott bist du so gekommen, als Bettler, als Sünder, und hast du gesprochen, Gott sei mir, dem Sünder, ein Sühnender, sei mir gnädig, Christus, hab doch auch du bezahlt für meine Schuld? Oder denkst du noch groß von dir? Denkst du, du bist noch besser als andere Menschen? Denkst du noch, du hast dir irgendwas verdient vor Gott? Jesus sagte in Lukas 16, Vers 15 zu den Pharisäern: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt euer Herz. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Haben wir das nicht gerade gehört in unserer Lesung? Und man dachte, irgendeiner von den größeren Söhnen, das müsste der König werden. Und Gott lehrt uns, er sieht nicht das, was Menschen sehen. Er sieht nicht das, was vor Augen ist. Er sieht das Herz an. Es heißt in Sprüche 16, ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Gott hasst Hochmut. Er hasst es, wenn Menschen vor ihn kommen und meinen, sie seien etwas und sie verdienen etwas. Es heißt in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist, was wir hier sehen. Der Pharisäer ist hochmütig, Gott widersteht ihm. Aber der Zöllner ist demütig, er bekommt Gnade. Das ist also die Lektion direkt vor unserem heutigen Predigttext. Das steht direkt vor unserem Text. Was kommt denn nach unserem Text? Lass uns mal einen Blick nach vorne machen. Da heißt es doch ab Vers 18, es fragt ihn aber ein Oberster, also einer, der groß ist unter den Menschen, ein Oberster, von denen, die da ganz oben sind. Und er sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber spricht zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Weiß gar nicht, mit wem du redest. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre deinen Vater und die Mutter. Er aber sprach: Dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Verstehst du? Wieder einer, der meint, er könne sich das Reich Gottes, das ewige Leben verdienen. Er fragt: Was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu erben? Ich habe alle deine Gebote befolgt, ich verdiene das ewige Leben, Gott. Also, verstehst du, unser Predigttext ist umklammert, umgeben von Menschen, die groß tun, die meinen, ihre Verdienste würde ihnen irgendwie das Wohlgefallen Gottes, ja das Reich Gottes bringen. Aber Gott widersteht den Hochmütigen. Und wenn wir jetzt begreifen, was der Kontext ist, was davor und was danach steht, dann hilft uns das viel besser zu verstehen, was Jesus hier in unserem heutigen Predigttext sagt. Deswegen lese ich nochmal ab Vers 14, damit du den Zusammenhang siehst. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrührte. Verstehst du, worum es geht?
Gott schaut nicht auf das Große. Er schaut auf das Kleine. Sie brachten aber auch, ja, was niedrig ist, das wird erhöht werden. Sie brachten aber auch die Kleinkinder. Siehst du den Zusammenhang? Sie brachten Kinder zu Jesus. Wer war das? Vermutlich Eltern, Großeltern, vielleicht großer Bruder, Schwester, wer auch immer. Menschen brachten Kinder zu Jesus. Das Wort, das hier benutzt wird für Kinder, das kann kleine Kinder meinen, aber auch größere. Wozu wollten die Leute die Kinder zu Jesus bringen? Damit er sie anrührt. Das heißt so viel wie, damit er sie segnet. Denn die Menschen wussten, wenn Jesus Menschen berührt, also zum Beispiel krank, dann wurden die gesund. Also Segenskraft ging von Christus aus, um alles Unheil zu vertreiben. Da war plötzlich, wenn Jesus einen Menschen berührt, die Kraft des Reiches Gottes da, die Herrschaft Gottes, wo Jesus berührt. In unserem Paralleltext in Matthäus 19, Vers 13 lesen wir, dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflegte und betete. Also die Leute wünschten sich, dass Christus die Kinder segnete, dass er für sie Fürbitte leistet, dass er für sie betet, dass Gott, der Vater im Himmel, sie segnen möge, dass sozusagen über die Kinder Gottes freundliches Angesicht leuchtet und sie den ewigen Segen erfahren. Kurzum, diese Leute war es wichtig, dass diese Kinder diese segnende Kraft des Christus erleben am eigenen Leib. Nun, die Jünger, die Apostel, die fanden das Ganze überhaupt nicht gut. Vers 15. Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrührte. Als aber die Jünger das sahen, fuhren sie sie an. Also als so viele Leute ihre Kinder vorbeibrachten, missfiel es ihnen sehr. Die Jünger fuhren sie an. Jemanden anzufahren ist ein hartes Wort. Es meint so viel wie, sie tadelten sie. Es ist ein Schelten, ein strenges Zurechtweisen. Was fällt euch ein? Was sagten sie wohl? Wir wissen es nicht genau, aber vielleicht so etwas nach dem Motto, was fällt euch ein, den Meister hier mit den ganzen kleinen Kindern zu belästigen? Seht ihr nicht, dass er wichtigere, größere Dinge zu tun hat? Es geht um das Reich Gottes. Es geht darum, dass das Reich Gottes aufgerichtet wird in Israel. Er hat wichtige Dinge zu verkündigen. Wir haben keine Zeit für diesen Kindergarten hier. Es geht um Gewaltiges. Christus ist für Größeres gekommen. Belästigt den Meister nicht. Was fällt euch ein? Lasst ab. Sie wehrten sie ab. Ja, für die Jünger waren diese Kinder in diesem Moment nicht wichtig. Sie wurden eher als Belästigung, als Ablenkung wahrgenommen. Und natürlich freuten sich die Apostel generell über Kinder. Das war ein Segen für jeden, der in Israel gelebt hat. Man liebte Kinder, natürlich. Aber gleichzeitig hat jeder Erwachsene so auf Kinder geschaut, dass sie nicht mitzureden haben. Die sind keine Erwachsenen. Diese geringen, im Vergleich zu anderen unbedeutenden Knirpse, spielen gerade überhaupt keine Rolle. Es geht hier um die Aufrichtung des Königreiches. Christus lehrt uns, die Erwachsenen, lasst den Meister in Ruhe. Er hat weitaus Wichtigeres zu tun. Das lenkt ab, das stört, das hält uns ab. Stell dir vor, wie das ausgesehen haben muss. Da kommt eine Reihe vielleicht von Müttern mit ihren Kindern. Es werden immer mehr. Und wo immer mehr Kinder sind, wird es immer lauter. Und vielleicht schreit ein Baby. Kinder wollen auf den Schoß von Christus klettern. Das stresst, das missfällt den Jüngern. Das muss doch nun wirklich nicht sein. Unser Lehrer erhält gerade, das hat er ja zuvor getan, Lehrvorträge. Also lass uns die Kinder verscheuchen. Doch wie reagiert Christus, unser Meister, darauf? Vers 16. Jesus aber rief sie herbei. Und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.
Also Christus korrigiert das Verhalten seiner Jünger, weil es Fehlverhalten war. Christus gefiel es nicht, dass die Jünger diese Kinder abwiesen. In unserem Paralleltext in Markus 10 heißt es sogar, Vers 14, als aber Jesus es sah, dass die Jünger die Kinder abwiesen, wurde er unwillig. Unwillig. Es gefiel ihm gar nicht, was die Jünger da taten. Die Jünger ärgerten sich, dass man die Kinder zu Jesus bringen wollte. Jesus ärgerte sich über seine Jünger, dass sie die Kinder davon abhalten wollten, zu ihm zu kommen. Was fällt euch eigentlich ein? Christus rief sie herbei, die Kinder. Er spricht, lasst die Kinder zu mir kommen, steht ihnen nicht im Weg, haltet sie nicht ab, hindert sie nicht. Christus möchte, dass die Kinder zu ihm kommen dürfen. Aber warum hat Christus solch eine Sicht? Warum sind diese unbedeutenden Knirpse ihm so wichtig? Warum will er ihnen die Hände auflegen und sie segnen? Vers 16, Jesus aber rief sie herbei und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Das ist also die Begründung, warum die Kinder zu ihm kommen dürfen und sollen, denn solchen Kindern gehört das Reich Gottes. Also, für Christus sind sie nicht zu gering, nicht unbedeutend, nicht unwichtig. Im Gegenteil, Gott schenkt ihnen, den Kleinen, das große Reich Gottes. Diesen unbedeutenden, machtlosen und schwachen und leicht zu übersehenden Wesen, die bei den Menschen so gering sind, ihnen schenkt er das große Reich Gottes. Wisst ihr noch in Lukas Kapitel 9, als die Jünger überlegten, wer der Größte unter ihnen wohl ist. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Und er sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Christus schaut nicht auf die Größe der Menschen. Wer groß tut vor den Menschen und vor ihm, ist ein Greuel vor ihm. Das Reich Gottes ist da für die Kleinsten. Und das nur mal nebenbei bemerkt, was für ein freundliches und herzliches und einladendes Wesen muss Christus gehabt haben, dass die Menschen Kinder zu ihm bringen. Dass sich Kinder bei ihm wohlfühlen und sich trauen, bei ihm auf dem Schoß zu klettern. Was für ein herzlicher Mensch muss Christus gewesen sein. Die Kinder sollen zu ihm kommen. Ihnen gehört das Reich Gottes. Das heißt im Grunde, Christus schenkt ihnen sich selbst. Sie dürfen ihn haben. Er schenkt ihnen seine Zeit, seine Aufmerksamkeit, seinen Segen. Und mit sich selbst schenkt er ihnen das Reich Gottes. Wenn der König sich jemanden gibt, dann gibt er ihnen das Reich. Denn der König ist das personifizierte Reich Gottes. Wo Christus ist, ist das Reich Gottes. Er gehört ihnen. Und damit gehört ihnen das Reich. Sie empfangen es. Ihr denkt, sie sind zu gering, zu unbedeutend, zu unwichtig, zu niedrig? Ihnen gehört das Reich Gottes. Und nun spricht Christus eine Lektion aus für uns Erwachsene. Vers 17. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Christus spricht hier zu seinen Jüngern und zu den anderen, die da sonst zugehört haben. Und was er hier jetzt spricht, ist die Wahrheit. Er beginnt, indem er sagt, wahrlich, ich sage euch, was ich euch nun sage, ist die absolute Wahrheit. Hört besser ganz genau hin. Wer das Reich nicht annehmen wird, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und ich hoffe,
dass du den Ernst dieser Worte verstehst. Es klingt irgendwie so schön. Du musst das Reich Gottes annehmen wie ein Kind, sonst wirst du nicht hineinkommen. Verstehst du nicht, was er hier sagt? Du stehst in der Gefahr, nicht in das Reich Gottes hineinzukommen, wenn du nicht das hier tust, was er sagt. Verstehst du? Nicht hineinzukommen in das Reich Gottes heißt, nicht hineinzukommen in das ewige Leben. Das, was er hier sagt, ist ernst. Es geht um Himmel und Hölle. Es geht um Leben und Tod. Es geht um das Schicksal deiner Seele. Wenn du nicht das Reich Gottes annimmst wie ein Kind, wirst du nicht hineingehen. Du wirst es nicht empfangen. Du gehst ewig verloren. Es bedeutet ewige Verdammnis. Verstehst du? Wenn du das Reich Gottes nicht annimmst wie ein Kind, wirst du nicht hineingehen. Wie ernst ist dieser Ausspruch? Wie ernst musst du ihn nehmen, indem du sagst, ich muss unbedingt begreifen, was das hier bedeutet, damit ich das Reich Gottes habe, damit ich das ewige Leben habe. Lasst mich euch sagen, was es auf jeden Fall nicht bedeutet, was er hier sagt. Denn wie werden diese Worte verdreht? Manche hören das und verklären dann das Kindsein, indem sie sagen, Jesus möchte eigentlich sagen, Kinder, die sind so unschuldig, die sind so rein, die sind so unbefleckt, die haben noch einfach diesen kindlichen, reinen Glauben, ein ungetrübtes Vertrauen und natürlich gehört ihnen automatisch das Reich Gottes, weil sie sind einfach unschuldige Wesen. Jesus will also sagen, du musst so unschuldig und so rein, so vollkommen sein, wie ein Kind. Dann kannst du in das Reich Gottes kommen. Was für ein Unsinn. Haben wir nicht gerade zuvor gelesen, dass ein Zöllner kommt, ein Verbrecher in Gottes Augen? Ein Gottloser, ein Sünder? Es ist das, was Christus uns hier sein möchte. Und Leute, die sowas denken, haben zumeist auch keine Kinder. Denn jeder, der Kinder hat, weiß, dass sie nicht einfach unschuldig sind. Du musst sie nicht beibringen zu lügen und zu zürnen, zu streiten und zu neiden und so weiter. Das können sie von alleine. Weil die Heilige Schrift sagt im Psalm 58, Vers 4, abgewichen sind die Gottlosen von Mutterschoß an. Sie irren vom Mutterleib an, die Lügenredner. Es heißt in Prediger 7, Vers 20, denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes tut und niemals sündigt. Was für ein Irrwahn! Nein, der Pharisäer dachte, dass er durch sein unschuldiges, heiliges Wesen sich das Reich Gottes erarbeiten könnte. Das ist nicht, was Christus uns hier lehrt. Andere meinen, das Reich Gottes anzunehmen wie ein Kind ist, das bedeutet einfach kindisch zu denken, also naiv zu sein, gedankenlos, leichtgläubig einfach. Weil Kinder, die glauben einfach alles, was man ihnen sagt. Erzählst du ihnen, dass es den Weihnachtsmann gibt, dann glauben die das einfach. Na, es geht nämlich darum, nicht unbedingt Dinge groß zu verstehen, sondern einfach nur anzunehmen. Und solche Menschen sagen dann sogar, komm mir nicht mit deiner Theologie und all das. Ich möchte einfach kindlich glauben. Nun sagt Paulus nicht in 1. Korinther 13, Vers 11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Es geht nicht darum, dass wir einfach naiv bleiben und Dinge nicht so gründlich durchdenken müssen. Es gibt einen Unterschied zwischen kindisch und kindlich. Natürlich sollen wir den Herrn beim Wort nehmen und ihm vertrauen. Und wir wollen nichts kritisch hinterfragen, was er uns sagt, sondern einfach vertrauen, weil er unser Vater im Himmel ist. Aber Jesus geht es hier nicht einfach um Vertrauen. Ja, das müssen wir haben, dieses Vertrauen. Aber, ihr Lieben, Menschen gehen jetzt so weit sogar, dass sie sagen, und dieser Text wurde oft in der Kirchengeschichte dazu angeführt, dass sie sagen, was Jesus hier sagen möchte ist, im Grunde muss man einfach passiv sein, also wie ein Kind. Wie gesagt, gar nicht irgendwie, ja, sind es nicht hier die Eltern, die kommen und die Kinder zu Jesus führen? Ist es da nicht eigentlich so,
dass es gar nicht darum geht, sich irgendwie in einem Moment sich für Jesus zu entscheiden, im Bewusstsein zu ihm zu kommen, sondern hier kommen doch die Erwachsenen und bringen die Kinder wie, als ob die Erwachsenen die Kinder zur Taufe bringen. Und dann schenkt Gott ihnen das Reich der Himmel. Weil es geht darum, dass die Erwachsenen hier kommen und wollen, dass die Kinder gesegnet sind. Und dann gehört ihnen das Reich der Himmel, das Königreich Gottes. Nun, achte mal darauf. Das hier sind nicht einfach Säuglinge, die das Reich Gottes empfangen wegen ihrer Eltern. Im Gegenteil hier, er ermahnt doch die Erwachsenen, dass sie handeln sollen wie diese Kinder. Wir lesen hier, Christus rief sie herbei. Diese Kinder konnten anscheinend hören und sie konnten kommen und sie konnten das Reich Gottes annehmen. Ich lese nochmal ab Vers 16. Jesus aber rief sie herbei und sprach, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Also das sind Kinder, die das Reich Gottes annehmen. Das heißt, die verstehen, was Christus sagt, die können ihn hören, die können zu ihm kommen und können das Reich Gottes annehmen. Das heißt, sie möchten Jesus, sie wollen annehmen, was er sagt, sie wollen an ihn glauben, sie vertrauen ihm. Sie hörten seine Worte, sie glaubten an das Reich Gottes. Also, was ist denn nun der Punkt? Was heißt es, das Reich Gottes anzunehmen wie ein Kind? Wie nimmt denn dieses Kind, solch ein Kind, das dort zu Jesus kommt, wie nimmt es das Reich Gottes an? Antwort: Nicht so wie der Pharisäer. Nicht so wie der Oberste nach unserem Predigtext. Wie Männer, die aufzählen, was sie geleistet haben, dass sie das Reich Gottes sich redlich verdient haben. Nicht so wie Männer, die auf ihre eigene Gerechtigkeit vertrauen. Nein, ein Kind, ein kleines Kind, glaubt nicht, dass es sich das Reich Gottes verdient hat, weil dieses Kind überhaupt nichts aufzuweisen hat, nichts vorzuweisen hat. Es ist einfach ein Kind. Sie sind nicht wie die Pharisäer, die aufzählen, ich tue dies und das, ich habe so ein tolles Leben geführt. Sie sind nicht wie der Oberste, der sagt, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu empfangen und sagt, ich habe seit meiner Jugend an das alles gehalten. Sie sind nicht mal Jugendliche. Sie haben nichts vorzuweisen, keine Leistung, sie sind niemand. Sie schauen auch nicht auf andere herab, weil sie sind die Kleinsten. So und nur so kannst du kommen zu Christus, um das Reich Gottes zu empfangen. Nur so. Das ist der einzige Weg. Weißt du, als einmal, und das ist eine ganz ähnliche Situation, wir lesen davon in Johannes Kapitel 3, als einmal Nikodemus, einer der Obersten, einer der Lehrer Israels, als er zu Jesus kommt in der Nacht, sagt Jesus zu ihm, Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du bist ein großer Lehrer, du hast viel geleistet, du musst vom Neuen geboren werden. Was? Kein Verdienst, keine Leistung, kein bisheriges Leben, nichts zählt vor Gott. Du musst vom Neuen geboren werden. Du musst sein wie ein Kind. Du musst das Reich Gottes annehmen wie ein Kind. Du hast nichts vorzuweisen. Deinem alten Leben in Sünde musst du sterben. Du hast nichts verdient. Nur so und nur so kannst du das Reich Gottes empfangen. Das Reich Gottes anzunehmen bedeutet, Christus anzunehmen. Das Reich Gottes anzunehmen bedeutet, so wie ein Kind zu Christus zu kommen und Segnung des Herrn zu suchen. Du kommst nicht als der Große, der sich den Segen, das Reich Gottes redlich verdient hat, der sagt, schaut her, wer ich bin. Du kommst als Kleiner, wie ein Kind. Du sagst nicht, schau, wer ich bin. Du schaust darauf, wer Christus ist und weißt, dass du ihn brauchst. In ihm ist dir das Reich Gottes geschenkt, allein aus Gnade. Du nimmst es an, weil es dir geschenkt wird, nicht weil du es verdient hast. Was haben die Kinder denn Christus gebracht? Rein gar nichts. Sie werden umsonst gesegnet, aus Gnade heraus. Kein Stolz,
kein Verdienst, keine Leistung. Einfach kindlich, in einem kindlichen Vertrauen, das Geschenk anzunehmen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Nun, nachdem wir jetzt all das gehört haben, lasst uns fragen, was das praktisch für uns bedeutet. Erstens ein Wort an uns Erwachsene. Dieser Text lehrt dich, dass du Kinder zu Christus führen sollst. Ob nun Eltern oder Großeltern oder Bruder oder Schwester, Onkel oder Tante oder Gemeindeglied, das mit Kindern auch dennoch zu tun hat. Bringe die Kinder zu Jesus, dass er sie anrührt. Tust du das? Lässt du die Kinder zu Jesus kommen oder hinderst du sie vielleicht durch dein Verhalten? Bringst du die Kinder zu Jesus im Gebet, dass du Fürbitte für sie leistest, dass sie zum Glauben kommen mögen, dass sie das Reich Gottes annehmen mögen? Liest du ihnen vor aus der Schrift? Erzählst du ihnen von Gott? Hältst du die Familienandachten? Lebst du ihnen vor, was es bedeutet, das Reich Gottes anzunehmen? Nimmst du sie mit in den Gottesdienst? Lass dies dein Bestreben sein, dass sie zu Jesus kommen und er sie anrührt. Niemand, doch wirklich niemand von uns, denke gering von Kindern und unterschätze sie. Unterschätze sie nicht. Du wirst dich wundern, dass vielleicht so mancher Erwachsene in Wirklichkeit das Reich Gottes noch nicht empfangen hat und so manches Kind es getan hat, allein aus Gnade, weil die Kinder Christus geglaubt haben und das Reich Gottes in ihm angenommen haben. Lasst uns die Kinder schätzen und lasst uns sie richtig einschätzen. Lasst uns sie zu Jesus führen. Und nun zweitens ein Wort an die Kinder in unserer Mitte. Kinder, ich hoffe, ihr hört mir zu. Jesus ruft euch. Er ruft euch zu sich. Du kannst, du sollst, du darfst zu Jesus kommen. Das Reich Gottes ist für dich da. Er will dir das Reich Gottes schenken, indem er sich dir selbst schenkt. Komm doch, lass dich nicht aufhalten. Komm, komm zu ihm und bitte ihn, dass er dir sein Reich schenkt, dass er dir auch Vergebung all deiner Schuld schenkt. Denn du weißt doch, dass auch du ein Sünder bist, dass du vieles getan hast, was Gott nicht gefällt. Komm doch zu ihm und bitte ihn, dass er dir vergibt und dass er dich segnet und warte nicht darauf, dass du erst meinst, dass du alt sein müsstest. Christus kümmert sich genauso um Kinder, wie er sich um Erwachsene kümmert. Komm doch zu ihm und ruf ihn an im Gebet. Weißt du, es heißt in Johannes Kapitel 1, dass Jesus kam zu seinem Volk und die wollten nichts von ihm wissen. Alle aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und die wurden nicht Kinder Gottes aufgrund ihrer Abstammung, wer ihre Eltern sind, auch nicht aufgrund von menschlichen Wollen oder durch den Entschluss eines Mannes, eines Menschen, sondern weil sie aus Gott geboren sind. Du kannst ein Kind Gottes werden. Du bist ein Kind, aber bist du ein Kind Gottes? Komm doch zu Jesus heute und warte nicht länger. Bete zu ihm, dass er dich rettet, dass du zu seinem ewigen Königreich gehörst, dass er dich aufnimmt. Nimm Jesus an, nimm sein Reich an, empfange, was er dir schenken will. Und das schenkt er dir nicht, weil du ein besonders tolles Kind warst, weil du besonders gehorsam warst und dich besonders gut benommen hast. Er schenkt es dir aus Gnade, nicht weil du es dir verdient hast. Darum komm zu ihm und finde Rettung bei Christus. Aber nun noch drittens ein Wort an uns alle, wie wir das Reich Gottes annehmen müssen.
Lasst uns dieses Wort ernst nehmen. Wenn wir das Reich Gottes, wenn wir Christus nicht so annehmen wie ein Kind, dann werden wir nicht in das Reich Gottes gehen. Und so lasst uns, wir alle, uns erneut heute von Herzen demütigen. Lasst uns allen Stolz ablegen. Lasst uns bekennen, dass wir nichts verdienen als Gottes Zorn. Lasst uns kommen als Bettler. Lasst uns kommen als Kinder, die nichts geleistet haben, und einfach bitten, dass er uns das Reich Gottes schenkt. Lasst uns, wenn wir an den Tisch des Herrn kommen, das Herrenmahl feiern, darüber nachdenken, dass Christus sich uns schenkt. Ganz unverdient. Lasst uns annehmen, was wir in ihm haben und nicht auf uns schauen und auf unsere Leistungen, sondern auf das schauen, was Christus geleistet hat für uns. Als er sprach am Kreuz, es ist vollbracht. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Möge der Herr sich über uns alle erbarmen, dass jeder von uns das Reich Gottes annimmt wie ein Kind. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen.